Und hier haben wir noch jemanden, der einen coolen Spruch hat. Das beste Mittel gegen Ärger ist ein Trunk vom Kaltenberger. Was habt denn ihr für einen Maskrug da? Ja, das ist der neue Maskrug vom Kaltenberger Richard Turnier. Da muss man unbedingt hin, da waren wir auch schon. Ja, und hier ist der Haupteingang. Ich denke, die Leute haben dann alle irgendwelche Tickets mit Barcode oder so. Das schauen wir uns gleich mal an. Und wenn die das hinhalten, schauen wir mal. Ah, sehr modern. Also das ist, gab es früher nicht. Und jetzt hat man hier so Ticket-Lesemaschinen. Und wenn man rausgegangen ist, muss man wahrscheinlich die Tickets auch wieder einlesen, damit nicht irgendwelche Leute mit den gleichen Tickets reingehen. Ja, heute die Gaukernacht. Jetzt haben wir 20 Uhr. Wir waren schon mal drin, dann haben wir hier mal rausgeschaut. Und hier sind die ganzen Darsteller und Gaukler, die übernachten natürlich hier das Wochenende und haben hier ihre Zelte aufgeschlagen. Und sind jetzt natürlich drüben schon auf der Veranstaltung. Ein paar Leute sitzen hier noch. Also ganz schön viele da, die natürlich hier übernachten. Weil irgendwo müssen sie übernachten. Also am Gelände übernachten die nicht. Und da sind die hier und wohnen. Da gehen wir noch ein paar Meter vor. Da gibt es dann hier sogar noch viel größere Zelte, wo die wahrscheinlich auch noch verkostet werden. Und sogar ein paar ganz alte Wohnwägen sieht man hier. Also ihr habt ja eine Rüstung, die Rüstung schützt vor Schlägen, aber ihr schlagt aber nicht auf euch ein. Nein, nein, machen wir nicht. Und ein Vollkontaktkampf zum Beispiel, wenn wir jetzt sowas machen wie hier, das ist ja Theater. Ja. So, und wenn wir jetzt einen klassischen Schwertkampf machen würden, dann würde man die Hiebe nicht sehen. Weil sonst verrate ich ja, wenn ich jetzt aushole, dann weiß der Gegner sofort, ich schlage von oben rechts und dann kommt der Gegenhieb. Das macht keinen Sinn. Ja. Deswegen sind das trainierte Abläufe, die wir dort machen, damit das halt einfach eine gute Show ist. Ja? Und so muss man das sehen. Und woher kommst du? Südlich von Augsburg. Ach, bin ich in der Nähe. Ja. Wir haben es nicht weit. Und das ist jetzt ein Ritterhandschuh. Genau, das ist ein Fingerhandschuh. Fingerhandschuh sogar, da schau her. Ja, und. Na gut, irgendwann, wenn ich müde, mein Tennisschläger ist leichter. Das sage ich dir jetzt gleich einmal. Du bist fleißig, du. Ja, danke. Und ihr übernachtet hier auf dem Grünen da drüben, oder? Nein, wir dürfen hier auf dem Gelände nicht übernachten. Na, da drüben gibt es ja Fläche, aber gerade keinen. Parkplatz, genau. Da habt ihr ja. Oder schlafen im Auto. Der gehört auch noch da rein. Genau, aber der ist ja schön beweglich. Ja, das ist ja Wahnsinn. Und das war damals auch so zusammengeschmiedet. Ja. Mit Leder und mit dem. Ja. Was ist jetzt das für eine Schmiedegeschichte? Wie meinst du? Ist das jetzt Eisen oder was ist das Rohmaterial? Das ist alles Stahl. Das ist ganz normaler Stahl. Das ist, wenn ich jetzt das nicht öle und pflege, dann rostet es. Oh. Ja, man sieht es ja hier am Arm zum Beispiel. Bist du fest oder nicht so fest? Nein, kannst du gleich nicht locker lassen. Und das ist deine eigene Rüstung? Nein, die stellt auch Kaltenberg uns zur Verfügung. Aber wir pflegen sie und warten sie. Also wenn was kaputt geht, reparieren wir es selber. Also Kaltenberg hat eigene Rüstung ist auf Lager, weil ihr euch die selber gar nicht leisten könnt. Ja, die sind vergleichbar mit dem Kleinwagen. Oh, Schluck. Man sieht es super perfekt. Perfekt. Und ihr macht heute schon ein paar Showkämpfe, oder? Oder läuft ihr bloß rum? Wir sind in der Arena morgen. Morgen, aber heute nicht, oder? Okay. Heute machen wir nichts mehr. Das sind auch eben Showkampfschwerter. Du kannst mit denen Vollgas draufhauen, aber wenn es richtig stark ist. Die Schwerter gehen bei ungefähr 800 Gramm los bis 3 Kilo. Ja, das ist so ein Tennisschläger. Also darfst aber halt keine Schaden dran haben. Ja. Aber das ist dann gerade nur so, also anderthalb, 2 Kilo werden dann schon ewig. Ja, das ist halt ein Freihänderhalter oder so. Ja, genau. Ja. Der steht halt nur einmal. Und macht ihr das öfter oder bloß da herum im Kaltenberg? Ja, die sind richtige Ritter. Und wo tritt ihr noch an? In ganz Bayern. Zum Beispiel, sag mir nur drei Beispiele. Ortenburg, Weißenstein und Furt im Wald, St. Kabel, Drachenstich. Ah, Drachenstich auch? Ja, Furt im Wald. Wann ist der wieder? Der ist dieses Jahr, glaube ich, am 18.8. Da muss ich hin, ich war als Kind, als Vierjähriges, war ich bei dem Drachen im Maul drin. Ich habe das Foto gefunden. Und da ausgespuckt oder verdaut? Ja, scheinbar habe ich überlebt. Ich habe überlebt. Dann sehen wir uns auf dem Kabel. Ich muss mal schauen, ob ich da hinfahre. Dort sind wir als Tempelritterorden unterwegs. Was ist das? Freier Ritterorden der Templer.
Tempel. Oh, ein Tempel ist aber. Da finden halt keiner mehr. Richtig, das ist ja auch. Und dann sind sie ausgerottet worden. Die Wüste sind auch immer abgefangen. Wir haben auch das Bankensystem erfunden. Ja, habe ich da gewusst, dass ihr schräge Typen seid. Jetzt müssen wir weg, wir müssen nur Rüstung polieren. Habe ich gewusst, okay. Merci. Servus, ciao. Ja, wir sind jetzt hier in der Münchner Fußgängerzone beim Gugelhupf. Und hier gibt es auch, was wir mit Erstaunen festgestellt haben, auch ein König Ludwig Dunkel. Und hier treffen wir die Kollegin, die wir gestern schon beim Pressetermin in Kaltenberg kennengelernt haben. Und sie war auch bei der Bierverkostung dabei. Können Sie mir was darüber erzählen? Für mich war das eines der Highlights meines Lebens, weil uns der Prinz Luitpold erklärt hat, wie ein richtig gutes, bekömmliches Bier gebraut werden muss. Und was er geschafft hat, dass das gute alte Dunkel, was über Jahrhunderte weg getrunken ist und das täglich Brot wirklich war für die Leute, weil das Wasser früher nichts getaugt hat, die Hygiene war nichts und der Schmutz war drin, was dieses gute alte dunkle Bier eigentlich für wunderbare Eigenschaften hat. Das Essentielle, was ich gestern gelernt habe, ist, ein Bier muss xx lang vergoren sein. Nur dann entfalten sich die guten Eigenschaften der Hefe mit dem Hopfen und mit dem Malz. Und nur eine Brauerei, die ich kenne, legt den gesteigerten Wert, ihre Kessel, ihre Sudkessel, so extra kühl zu halten und das so lange aufrecht zu erhalten, dass so ein bäriges Bier rauskommt. Ich bin ein Trockentrinker, beim Shampoos ein Brüttrinker, aber beim Bier mag es auch nicht so süß. Ich hätte nie gedacht, dass mir ein König Ludwig dunkel schmeckt, weil ich das Vorurteil hatte, das ist wie ein Karamalz, aber mit nicht nur mit Hand. Das ist ein süffiges, leichtes, trockenes, in der Weinsprache zu bleiben, Bier und eben XX lang vergoren. Und das reserviere ich noch als Marke, das XX lang vergoren. Prosit auf den Luitpold! Ja, wir sind jetzt schnell mal noch hier nach Pasing gefahren, nämlich zum Prinzregentgarten. Und ist der älteste Biergarten vom Prinz Luitpold. Und ich habe meine Kollegin jetzt noch mal mit dabei. Die wird uns vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Ich bin in München, Pasing, an der Würm geboren, damals in dem Krankenhaus 1970. Und ich habe nicht gewusst, dass es hier einen Prinzregentgarten gibt. Ich bin das erste Mal jetzt in dem Biergarten und ich freue mich narrisch. Und Prost auf dein gutes Bier, Prinz Luitpold. Wir danken dir, dass du die Verlangsamung des Bierbrauens wieder hoffähig gemacht hast, sodass ein Bayer ein gescheites, verträgliches Bier trinken kann. Dankeschön.